hier hat man halt jeden Tag was anderes. Die Arbeitsabläufe sind gleich, aber man hat jeden Tag mit anderen Leuten zu tun, eine andere Situation, man wird jeden Tag mit was anderem konfrontiert. Das ist einfach schön. Wir haben jemanden, der Veranstaltungen toll kann, wir haben Leute, die Wellness toll können, wir haben, ne, für alles haben wir Spezialisten und die können sich natürlich gegenseitig helfen. Dann ist der Beruf hier sehr, sehr vielseitig. Ist ja nicht auf Service festgelegt, sondern danach steht ja eh alles offen. Auch die ganzen Hochzeitstorten, ne? Das wird ja auch immer doller mittlerweile, was es da alles gibt. Und da kann man sich auch richtig dran ausleben. Und wenn jemand ein Händchen dafür hat, dann kann er schon da tolle Sachen machen. Ich war aber eigentlich schon fast überall. Also ich habe schon immer gerne im Service geholfen. Ich war sogar schon in der Wellnessabteilung, in der Rezeption. Und ja, ich brauche halt auch immer Action. Und das ist halt das Coole hier, dass ich das halt hier kriegen kann. Also Ob es der Ausbilder ist, den wir natürlich gerne unterstützen und auch bezahlen. Oder halt, wenn es dann weitergeht in den Hotelmeister, Restaurantmeister, Küchenmeister, da helfen wir immer und sind da immer bereit, die Mitarbeiter zu unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der eine weiß vielleicht schon, wo sein Steckenpferd liegt, ne, und was er machen möchte. Der kann das bei uns finden, klar. Aber gerade auch Leute, die das noch nicht wissen, eben weil sie Seiteneinsteiger sind oder weil sie gerade in die Ausbildung gehen oder aus der Ausbildung kommen, die haben hier die Möglichkeit, sich in ganz vielen Bereichen auszuprobieren. Das ist halt in der Küche schon toll. Also wir haben eine Freiheit und einen Freiraum, den hat, glaube ich, kein anderer Job so. Medizinisch, wie gesagt, Wellnessanwendung, die ganzen Bäder, Hammams, dann kommen die Stammgäste immer wieder. Umso länger man hier ist, umso interessanter wird es. Wirklich, wird einem nie langweilig. Man findet immer wieder was Neues. Nach 7 Jahren, also da denkt man, man hat alles gesehen, aber da denkt man immer wieder was anderes. Hier ist immer was los. Ich kann eigentlich alles machen, was ich will und was mich auch irgendwie erfüllt.